SSA steht für Schulsozialarbeit. Das bedeutet, dass wir professionell soziale Arbeit in der Schule umsetzen. Also wir arbeiten mit Methoden und Beratungskompetenzen aus der sozialen Arbeit. Es kommen vornehmlich Schüler rein und sie können mit allem kommen. Also wenn sie Probleme haben zu Hause, wenn sie Lernprobleme haben, wenn sie in einer Klasse sich nicht wohlfühlen, mit einer Lehrperson etwas haben, und sie kommen zu uns und wir arbeiten unter Schwiegerpflicht und es ist freiwillig, dass sie zu uns kommen. Wir sind aber auch Ansprechpersonen für Lehrpersonen, für die Schulleitung, eigentlich für alle Angehörigen der Schule. Jeder darf kommen. Wir arbeiten so, dass wir sowohl Einzelne und auch Gruppen beraten. Wir sind aber auch in der Prävention innerhalb der Schule tätig. Wir probieren, die Schulhauskultur zu prägen, sind in Arbeitsgruppen vertreten, arbeiten sehr vernetzt. Und wir sind ein Pilotprojekt vom Kanton und sind da halt auch sehr vernetzt mit anderen und bauen eigentlich erstmal die Schulsozialarbeit grundlegend auf. Am einfachsten schreibt man uns an auf ssa.kzn.ch oder man kommt vorbei, wir haben offene Tür und dann machen wir einen Termin bei uns. Wir haben unser Büro im Backsteingebäude im Erdgeschoss. Wir sind im Zimmer WE12 und das ist gegenüber von der Foyerküche. Meistens gibt es dann ein Beratungsgespräch, mal als erstes, und dann schaut man, was sind Bedürfnisse, wie geht es weiter, gehen wir den Weg überhaupt zusammen weiter oder braucht es irgendeine andere Fachstelle.